Ja, da hatten wir einen kleinen Eindruck, was Cenergy, das Forschungsinstitut hier an der Hochschule München für Energie- und Gebäudetechnik, so macht. Und jetzt haben wir hier live im Studio Holger Kloß, den Geschäftsführer von Cenergy. Holger, nochmal mit deinen eigenen Worten, was macht Cenergy denn genau? Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein kann. Sehr gerne, schön, dass du da bist. Danke für das tolle Drumherum und das große Engagement in der Richtung. Ja, das Energie hat seinen Schwerpunkt im Bereich energieeffiziente Gebäude und Quartiere. Also wir fügen da Architektur und Gebäudetechnik zu einem großen und Ganzen zusammen. Das ist so der wesentliche Punkt dabei. Und wir binden unter anderem die gewonnenen Erkenntnisse und Expertise aus den Forschungsvorhaben umgehend in die Lehre ein. Und damit setzen wir zeitnah das Wissen in die Praxis um. Das ist uns sehr wichtig hier gerade an der Hochschule. Ja, und wir bieten auch jungen Forschungsinteressierten spannende Forschungsprojekte an. Ja, wir bilden den Nachwuchs aus und uns ist wichtig, Interesse, Eigenständigkeit und Spaß an der Sache. Sind die Triebfedern, die uns auch antreibt. Ja, und zusammen mit unseren Professorinnen, Studierenden, Mitarbeitern und Kolleginnen, auch der Frau Summer, meiner Co-Geschäftsführerin, versuchen wir relevante Beiträge für die Energiewende zu leisten. Da haben Sie jetzt gerade schon ein Thema angesprochen. Es geht in der Woche immer wieder darum, Nachhaltigkeit, Energieeffizienz. Haben Sie da das Gefühl, die Nachfrage dahingehend ist gestiegen zuletzt? Ja, wir arbeiten ja mit Leidenschaft an der Nachhaltigkeit und uns sind die intelligenten Gebäude, die den Menschen optimale Wohn- und Arbeitsbedingungen schaffen, treten bei uns in den Fokus. Mit den Menschen, mit der Politik und den Unternehmen zusammen. Und dieser Trend hat sich in der Vergangenheit einfach auch verstärkt, gerade auch mit Friday for Future, den Bewegungen, wo auch meine Kinder mit dabei sind. Hat nochmal richtig Akzente gesetzt in Richtung Nachhaltigkeit. Aber auch das Thema Digitalisierung ist das ein Megatrend bei uns, den wir auch unterstützen wollen. Ja, und wie gesagt, intelligente Gebäude, die den Menschen dienen, das ist für uns so ein Anspruch für die Gegenwart und auch für die Zukunft. Und jeder, der mit uns dabei hilft, zusammenzuarbeiten, ist bei uns da herzlich willkommen. Okay. Und gerade auch die jungen Studierenden. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Genau, inwieweit können Studierende der Hochschule München jetzt schon während ihrem Studium da an dem partizipieren, was Cenergy macht? Also vielen Dank für die Frage. Das Institut sucht nämlich ja diesen Mehrwert und den Vielfachnutzen innerhalb und außerhalb der Hochschule. Und unter anderem mit Wissenschaftsorganisationen, Unternehmen, aber natürlich auch mit Studierenden. Und wir suchen und fördern studentische Hilfskräfte, die bei uns mitarbeiten. Und die Aufgaben sind wirklich vielfältig, wie in jedem Organisation, Institut, auch Unternehmen. Zurzeit bauen wir so eine Web-People-Gruppe auf, die uns hilft, präsent zu sein im Internet. Auch im Bereich Social Media wollen wir aktiv werden. Das sind wir jetzt noch nicht. Wollen das aber unbedingt tun, weil wir diese Interaktion auch wollen und brauchen. Ja, wir arbeiten auch mit einem Unternehmen da zusammen, einem großen Unternehmen, Amazon Web Services. Sie haben 7 Stationen, Zentren weltweit und eine in München, wo die Hochschulentwicklung eine tolle Vorarbeit geleistet hat und wir können darauf aufsetzen mit einem Studentenprojekt, wo dann das London Museum dabei ist, aber auch die Universität of Melbourne in Australien. Und wir haben uns dort zur Aufgabe gesetzt, Daten zu übertragen vom London Museum, bei uns zu aggregieren und im Netz dann auch weiter zu nutzen, möglichst einfach, entweder mit Sprachsteuerung oder mit sonstigen Themen. Aber wir arbeiten auch mit Studierenden zusammen in der Organisation von Seminaren und Veranstaltungen. Ja, aber wir sind auch ein junges Unternehmen, sage ich mal, junges Institut. Das heißt also, unsere Aufgaben sind vielfältig. Und
Es ist also so, dass wir viele neue Möglichkeiten haben für Studierende bei uns, die wir auch dann gemeinsam entwickeln wollen. Also da gibt es auf jeden Fall Rahmen zur Partizipation für alle, die da interessiert sind. Können Sie kurz ein aktuelles Forschungsprojekt skizzieren, an dem Synergy gerade arbeitet? Oder also soweit man darüber sprechen kann oder sonst vielleicht ein zurückliegendes, irgendwas, was man sehen kann in der Stadt oder so? Es gibt viele tolle Projekte, muss man wirklich sagen. Ja. Also wir arbeiten mit Wärmepumpensystemen zusammen. Wir arbeiten mit der Stadt auch über Fernnahwärmesysteme, Lüftungssysteme. Ist total wichtig jetzt auch in der Corona-Zeit. Aber auch die Behaglichkeit ist ein wichtiges Thema. Wir machen Simulationen und Modellierung. Aber wir forschen auch an Konzepten von Gebäuden und Quartieren mit innovativen Gebäude- und Gebäudetechnikkonzepten. Ja, und unsere Architektinnen, ja, die bauen auch ganze Gebäude zurück und lernen daraus, wie man nachhaltiges Bauen, Planen und Errichten von Gebäuden umsetzt. Das alles geschieht natürlich sowohl im Labor als auch in der Praxis. Mhm. Und bei uns werden aber auch Studien gemacht über den Gebäudebestand in Bayern. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, um zu sagen, was gibt es denn da? Wir haben Altbau von 1800 noch was bis zu den neuesten Bauten. Und da ist genau die Frage, welchen Beitrag wir fürs Große und Ganze leisten können. Mhm. Ja, das sind wichtige Themen, wo wir auch immer wieder versuchen, darauf zurückzukommen während der Hochschulorientierungstage hier. Vielleicht können Sie oder du einen kleinen Einblick geben, wie werden sich denn Gebäude in den nächsten 10 Jahren verändern? Ich finde es auch eine spannende Sache, also es bewegt mich. Ich bin auch im Bereich Innovation tätig. Und ich persönlich glaube, dass sowohl weiter tolle, neue, nachhaltige Gebäude und ganze Stadtviertel gebaut werden müssen. Dort werden Autos und andere Verkehrsmittel und auch Versorgung von Wärme, Erdwärme, Photovoltaik und Strom aus neuen Batterien, nachhaltigen Batterien, aber auch mit erneuerbaren Gasen wie Biomethan oder Wasserstoff verknüpft werden. Und das Ganze nennt man dann eine intersektorale Kopplung, die uns sehr am Herzen liegt. Und das finden wir, ich, spannend, weil wir nicht nur das Gebäude sehen, sondern wirklich eine Gesamtheit. Ja, die Digitalisierung ist natürlich auch ein Thema der nächsten 10, 20 Jahre. Wir leben darin, es verändert sich und wir werden sicher den entsprechenden Kühlschrank haben. Mhm. Wir werden andere Geräte haben, die mit uns kommunizieren. Und das wird vielleicht wie bei der Enterprise eines Tages sein. Digitalisierung, Menschen, die müssen und werden miteinander kommunizieren und wachsen auch zusammen. Ja, und die Gebäude und Quartiere und die Städte werden in Summe auch viel, viel grüner werden. Ich hoffe, dass viele Menschen und Studierende uns dazu beitragen werden. Und lade dazu ein, dass hier bei uns an der Hochschule mitgemacht wird, aktiv gestaltet wird und mit uns die Gesellschaft vorangebracht wird. Wunderbar, das hoffen wir, dass das sowohl aktuelle Studierende tun werden, als auch zukünftige. Falls Sie Interesse haben, und ich nehme an, man muss nicht unbedingt Energie- und Gebäudetechnik studieren. Nein. Auch andere Fächer, falls Sie mitwirken wollen an der Entwicklung von Quartieren oder Gebäuden und Zukunftsthemen vorantreiben wollen, das Forschungsinstitut Synergy an der Hochschule München ist da auf jeden Fall Ansprechpartner. Holger, vielen Dank für diesen Einblick.